Transformation ist bewältigt, alle Herausforderungen sind bewältigt. Alle haben ein gutes Leben, im Grunde so, wie man sich das maximal vorstellen kann. Das ist unsere Motivation, dass wir das erreichen wollen, selbst wenn wir wissen, dass es ein weiter Weg ist. Die Rolle der Linken ist mit Sicherheit eine ganz andere als die in der Opposition. Das heißt, es ist eine enorme Aufgabe, wo es auch nicht reicht zu sagen, ja, wir machen das jetzt möglich und dann sehen wir, ob es passiert. Nun, wir haben ja schon damit angefangen, das zu verändern. Im ganz Großen gesprochen geht es darum, dass wir investieren in Bildung, in Soziales und in Klimaschutz. Wir haben mit 500 Millionen Euro einen Teil des Weges bereits begonnen. Wir werden das aber weiter vertiefen müssen. Ich glaube, die wesentliche Aufgabe der Linken ist, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Was für die Zukunft aber wichtig ist, ist die gleichberechtigte Bezahlung beim Geschlechterverhältnis. Wir müssen Frauen upgraden. Ja, wir haben ja gezeigt, dass wir Krise und Veränderung können und das von links denken. Wir stehen bedingungslos für soziale Gerechtigkeit an der Seite derjenigen, die sonst vergessen werden. Wir müssen ganz umsetzbare Politik formulieren, aber wir dürfen das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen an verschiedenen Bereichen auch Anreize schaffen und klimapolitischen Umbau und soziale Frage enger zusammenbringen. Es ist die letzte Möglichkeit, jetzt auch wirklich entschieden Investitionen in die Hand zu nehmen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Das sind auch Verteilungskämpfe, aber diese Verteilungskämpfe, die müssen wir führen im Sinne derjenigen, die bisher hinten runterfallen. Also ich glaube, dass wir durch unsere Regierungsbeteiligung selbstbewusster geworden sind. Weil wir haben ja ganz viele Prozesse angefangen. Und die zu institutionalisieren, das würde echt nochmal viel bringen. Wir haben eben andere Ideen als, ich sag's mal, irgendwie bürgerliche oder konservative oder liberale Parteien. Widersprüchlichkeit zwischen Kapital und Ökologie, zwischen Klimaschutz und Wirtschaftskraft. Diesen Widerspruch können wir auflösen, weil wir beides gleichermaßen sehen. Wir können die starke soziale und solidarische Stimme sein. Und deswegen will ich hier ja auch unbedingt weiter regieren, weil wir haben einiges angefangen, aber noch nicht alles zu Ende gebracht.